Teezeremonie mit dem guten Lord Nelson Earl Grey aus dem Lidl. Was Teezeremonie mit dem Abkochen von Trinkwasser zu tun hat, warum du damit niemals richtig sauberes Wasser bekommst, sondern dir eher fleischfressende Keime züchten kannst, erfährst du jetzt. Teezeremonien und etwas Vergleichbares gab es weltweit. Sind es da nicht nur der richtige Tee gewesen, sondern auch irgendwelche Kräuter oder Kaffee. Wasser heiß zu machen und brühen hat nicht nur den Grund, dass sich dadurch Aromen sehr viel besser lösen, sondern es tötet auch Keime ab. Die meisten Keime, die für uns im Magen gefährlich werden können, sterben relativ früh. Bei 50 bis 70 Grad sterben die ersten davon ab. Und deshalb ist es auch bei hochinfektiösen Erregern, wie sie beispielsweise in Schweinefleisch vorkommen, völlig ausreichend, wenn der Kern eine Temperatur von 75 Grad hat. Warum? Großartiges Zeug. Warum sollte man Wasser stärker und länger kochen als eben hochinfektiöse Lebensmittel wie Fleisch? Bei 50 Grad Celsius beginnen die ersten Proteine zu denaturieren. Sobald das Wasser kocht, sterben wirklich die allermeisten Keime. Sie platzen einfach. Das zählt aber nur für die lebenden Keime, also diejenigen, die nicht in einem Überdauerungsstadium sind. Die Überdauerungsstadien halten das Kochen sehr viel länger aus. Genau genommen kannst du solche Überdauerungsstadien beispielsweise von Bodenbakterien, also den Erregern des Gasbrandes oder des Wundstarrkrampfes, so isolieren, indem du einfach eine Erdprobe oder eine Wasserprobe kochst. Das Absterben der Bakterien ist von der Haltezeit abhängig, also wie lange das Wasser über der tödlichen Temperatur für die Keime ist. Das funktioniert ein bisschen wie der radioaktive Zerfall von Uran beispielsweise. Wenn du Wasser über 70 Grad erhitzt, dann halbiert sich die Anzahl der lebenden Keime beispielsweise innerhalb von 2 Minuten. Innerhalb der nächsten 2 Minuten ist diese Hälfte schon wieder halbiert und so weiter, bis dann effektiv kaum noch Keime vorhanden sind. Das ist, wie gesagt, davon abhängig, wie lange das Wasser kocht. Vor allem Sporen und andere Dauerstadien überstehen das Ganze, egal ob du 10 Minuten oder 2 Stunden kochst. Alleine Sterilisationsmethoden wie beispielsweise das Autoklavieren würde das Wasser wirklich steril machen. Das Gute ist, diese Überdauerungsstadien stören uns im Verdauungssystem in aller Regel überhaupt nicht. Wie sieht das jetzt mit der Haltezeit aus? Ich muss Trinkwasser nicht 10 Minuten lang kochen, sondern wenn ich beispielsweise einen halben Liter oder einen Liter erhitze, dann warte ich einfach, bis es anfängt zu sieden. Das wird seine 5 Minuten, seine 3 Minuten dauern, bis es zwischen 70 Grad und 100 Grad ist. Wenn es dann siedet, dann mache ich den Kocher aus, vielleicht warte ich vorher noch eine halbe Minute und dann kühlt das Wasser wieder ab. Dann bin ich gut und gerne 5 bis 10 Minuten deutlich über 50 Grad. Die Temperatur, bei der die allermeisten Keime in diesem radioaktiven Zerfall absterben. Das reicht also komplett aus. Ich muss nicht 10 Minuten lang kochen. Das ist deshalb wichtig, weil ganz häufig habe ich improvisierte Kochmethoden, beispielsweise das inverse Kochen mit heißen Steinen in einem Blatt. Das geht irgendwann kaputt oder aber ich koche in einer Plastikflasche, in einer Plastikfolie und die hält es schlicht und einfach nicht aus, wenn man die 10 Minuten lang über der Flamme hält. Trotzdem, dieses Wasser ist nur zum Trinken geeignet. Wenn du das Wasser in eine Wunde machst, beispielsweise zum Ausspülen von Wunden, weil du denkst, du hast es jetzt gut abgekocht oder auch Werkzeuge abkochst und damit in einer Wunde vorwerkst, dann bringst du genau diese Überdauungsstadien in deine Wunde und die Infektionen, die dadurch entstehen können, die sind richtig gefährlich. Abkochen ist also in den allermeisten Fällen die richtige Wahl. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Wenn du Wasser aus Kleingewässern oder aus stark belasteten Flüssen entnommen hast, in dem sehr viele Algen schwimmen,
dann kann das Kochen dazu führen, dass die Algenzellen platzen und Giftstoffe in das Wasser abgeben. Was du machst, ist, du erhitzt das Wasser, bis du deine Finger nicht mehr länger als eine Sekunde reintauchen kannst, und dann stellst du das Wasser ab. Dabei passieren zwei Dinge. Einerseits, die Keime sterben ab, die Algen sterben ab und sinken langsam auf den Boden. Zweitens, es werden Gase aus dem Wasser ausgetrieben, die dazu führen, dass im Wasser Kesselstein entsteht. Dieser Kesselstein verbindet sich ebenfalls mit den Algen und zieht die nach unten. Du lässt das Ganze absenken, sedimentieren, kippst es vorsichtig ab und kannst es dann ohne die Algenzellen nochmal aufkochen. Wenn man so Beuteltee lange genug kocht, dann ist er auch genießbar. Zumindest auf Reisen habe ich den recht gerne dabei. Ja. Wie ist es mit dir? Wusstest du, dass das einfache Abkochen ausreicht, um die allermeisten Wasserquellen trinkbar zu machen? Dafür brauchst du natürlich Feuer. Oder dachtest du immer, dass du mindestens 10 Minuten, vielleicht besser als 20 Minuten lang kochen musst? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Außerdem, hast du das mit den Algen gewusst? Wenn, dann schreib es mir auch gerne rein. Ansonsten gilt wie immer, geh raus, mach's gut, bleib gesund.